Ja, Freunde, willkommen zu diesem neuen Video hier auf Fahrdoch und heute mit dem echt besonderen Video, weil ich möchte euch mitnehmen auf die allererste Fahrt mit meinem Porsche 997 Carrera S, jetzt mit dem 3.9er Motor. Und ich habe die 1000 Kilometer Einfahrzeit wirklich ganz akribisch absolviert und jetzt wird es endlich Zeit, ihn mal freizulassen, mal ein bisschen Drehzahl zu geben, mal das Klangbild zu erkunden und vor allem gucken, wie gut geht er denn jetzt? Hat sich das überhaupt gelohnt, den Motor aufzubohren? Und dafür bin ich jetzt hier in die Schweiz gekommen, genauer gesagt zum Sustenpass. Und das ist hier irgendwie so ein kleiner Geheimtipp für Petrolheads. Ein YouTube-Kollege von mir hat gesagt, geh mal dahin. Ganz ehrlich, hier ist nichts los. Klar, es ist früh am Morgen, aber ich bin ganz alleine hier. Die einzigen, die noch da sind, ist die Schweizer Armee da oben im Hubschrauber und da drüben wird noch ein bisschen geknallt. Aber ansonsten komplett tote Hose. Und dazu ein Asphaltband, was seinesgleichen sucht. Also wie eine Rennstrecke, die hier in eine malerische Szenerie reingebastelt wurde. Absoluter Hammer. Also Freunde, ich hätte gesagt, nicht lange rumschnacken. Wir schmeißen uns jetzt rein und dann genießen wir hier den 3.9er in meinem 997 Carrera S. So, der Schlüssel zum Glück, Freunde? Fragezeichen. Immer wieder herrlich. So, dann kann es ja losgehen. Gehen wir gleich mal in Sport. Jetzt sind wir hier eingefahren und auf einer wunderschönen Straße. Und jetzt teilen wir mal zusammen die Erfahrung, zum allerersten Mal jenseits der 3000 Umdrehungen zu drehen. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht gemacht. Also das Maximale war mal kurz 2,8 bis 3. So, seid ihr ready? Und feuerfrei. Zweiter Gang. Bei 6 erst noch mal richtig zum Leben. Das gibt's ja nicht. Die Soundkulisse, dieses pure, röhrliche, fast schon freche. Das ist abgefahren. Achtung, Zwischengas. Oh. Krass, wie viel frecher und blecherner klingt im Vergleich zum Beispiel zu einem 997 Turbo. Also da ist viel mehr Disco hier angesagt. Abgefahren. Ich dachte erst so, ja, dieses mehr an Drehmoment, das wird so ein bisschen Mühe sein, aber das spürst du tatsächlich. Also es gibt ihm gerade noch mal diese gewisse Portion an Umf, vor allem so bei 2 bis 2.500 Drehungen ist er deutlich wacher. Und schön drehfreudig ist er, das macht schon Spaß, ne? Das ist so, als würdest du ein Frettchen loslassen. Oh, gucke mal. Weil es so schön ist. Also, die Frage hat sich sofort erledigt, ob ich das bereue mit der Aufbohrung. Nee. Und was interessant ist vom Klangbild. Untenrum ist viel Disco da und dann hast du so bei 3, 4,
ist wie so ein kleines Tal, wie so ein kleines Loch. Und dann ab 6 kommt nochmal richtig. Also da ist es bassig, das ist schreiig, das ist pur. Ja. Ich glaube, das gefällt mir. Oder das kommt, ich glaube, das kommt ganz gut rüber, dass es mir gefällt. Ja. Er ist. Könnt ihr mal bitte eine 10 von 10 in TripAdvisor für den Sustenpass da lassen? Das ist vollkommen irre, was das hier eigentlich für ein fetter Spielplatz ist für Petrolheads. Wir haben hier im Grunde genommen alles mit dabei. Langgezogene GT-Kurven, dann technische Sektionen, Haarnadeln, dann auch mal schöne Geraden, wo man den ausdrehen lassen kann. Und dazu auch noch diese Aussicht. Ey, ich könnte es den ganzen Tag machen, ne? Hier einmal ein Tank, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das Einzige, was ihr beachten müsst, wenn ihr mal hierher kommt, du hast zum Teil, also es, ja, hier und da sind ein paar Leitplanken, aber im Großen und Ganzen sind da so ein paar Steinpylone, die dich nicht aufhalten, wenn du die Kontrolle verlierst. Und dann fällst du schon sehr, sehr weit. Also da gibt es nicht nur Schmerz fürs Blech, sondern auch fürs Fleisch. Also alles schön mit Vorsicht genießen. So ein personalisiertes Wandbild von meinem Auto wäre doch mal ganz schick. Das geht jetzt super simpel mit Artquarell. Einfach ein Bild von deinem Auto hochladen, Style, Text und Größe auswählen und schon erhaltet ihr ein personalisiertes Kunstwerk von eurem Auto. Und on top, weil es mir selber so gut gefallen hat, habe ich mich mit Artquarell zusammengetan, damit ihr 10% Rabatt erhaltet. Nutzt hierfür den Code FAHRDOCH10 beim nächsten Kauf. Also, wäre cool, wenn ihr mal reinguckt, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Geschenk oder für euch selbst. Hier, ist eine coole Sache. Und damit zurück zum Video. Da kommt's hinten raus. Vollgas. Ja, da löst sich sogar ein Teil von der Kamera auf. Auch das Gefühl, der Handschalter gepaart mit der Pedalerie, da passt alles. Die Abstände zwischen den Pedalen sind auch perfekt für Heel and Toe. Und dazu auch noch dieses schöne Gefühl, wenn du den Gang einlegst. Die Pedalwege sind auch ein bisschen schwergängiger. Ah, das ist schon gut, pass mal auf. Jetzt sammeln sich die Porsches an. Ey, das macht so Spaß, Heel and Toe. Könnt ihr die ganze Zeit machen, völlig unnötigerweise. Achtung nochmal. Oh. Langsam ist dieser schwarze Freund hier nicht, ne? Auch die 997 Carrera S-Fahrer wissen Bescheid, wenn du hier in Sport gehst, wenn die Straße schlecht ist, dann wird das dann doch ganz schön hoppelig. Aber wenn es so aalglatt ist wie hier, dann kannst du da echt perfekt fahren. Also ich sehe im Moment noch nicht den Drang dazu, mir eine KW V3 zu holen. Also ja, aber das Serienfahrwerk macht noch einen echt sauberen Eindruck. Ich bräuchte fast gar nicht mehr, aber dann ist er, das wird so ein bisschen, glaube ich, auch den Charakter von dem Auto dann zerstören. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Eigentlich müsste ich mal einen fahren, der so ein KW-Fahrwerk drin hat. Wahrscheinlich hocke ich mich rein und dann denke ich sofort, oh Gott, das ist ja eine ganz andere Welt. Sofort machen. Aber im Moment, warum? Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Tunnel heute. Die einzigen, die noch einen geileren Ride haben als ich,
sind die Jungs da hinten. Die Schweizer Armee. Ich glaube, das ist ein EC-135. Die Piloten, die Hubschrauber-Experten unter euch können ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. War das ein EC-135? Müsste eigentlich sein, ne? Und dann machst du kurz Pause und stehst hier in dieser Szenerie. Guck dir das mal an. Kurz stehen geblieben. Dann stehst du einfach hier. So, als wärst du auf einem komplett anderen Planeten. Ist das hammermäßig, du. Also was Kamowski hier für ein Ding zusammengebaut hat, ist der absolute Hammer. Mehr will ich nicht. Also klar, es kommen noch hier und da ein paar Sachen noch dazu. Das Auto ist bei weitem noch nicht perfekt, aber Motor und auf technischer Basis. Naja gut, Freunde, damit hätte ich gesagt, runden wir die ganze Geschichte ab. Mein Gott, ich will gar nicht groß hier nochmal irgendwie so ein Fazit ziehen. Es hat einfach total Spaß gemacht. Wenn ihr mal die Chance habt, hierher zu kommen, kommt her. Dreht eine Runde mit eurer Karre und genießt es, weil das ist einfach ein Traum gewesen. So, und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr nach diesen Bildern immer noch nicht abonniert habt, dann ist euch echt nicht zu helfen. Aber ich würde mal gerne wissen, schreibt doch mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von der Motorrevision und vor allem auch von der Aufbohrung? Und was haltet ihr vom Sound jetzt? Also, das ist schon gut. Müsst ihr selber zugeben. So, und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Und ach ja, ohne zu spoilern, wir sind heute viel gefahren. Das heißt, als nächstes muss er mal wieder geputzt werden. Ne? So, und jetzt einmal noch. Miau. Tschüss. Alter, ist das Wahnsinn. Ist das Wahnsinn. Ich glaub's nicht. Und die Aussicht, da ist ein Gletscher, verdammt nochmal.